Über 1,5 Jahre und über 1000 gerollte Kilometer mit dem Emotion M25. Was halte ich nach dieser Zeit von dem Restkraftverstärker und was ermöglicht mir das neue Modell eigentlich? Das gibt's in diesem Video. Dieses Video wird unterstützt von Alba, euer Partner zu Antriebstechniken für Aktivrollstühle. Ob mit dem Antriebsrad Smooth, dem Zuggerät ePilot, dem Greifreifenantrieb eMotion oder dem eFix. Mit den Alba-Hilfsmitteln seid ihr einfach mobil. Moin und willkommen zu diesem Video. Es ist jetzt über ein Jahr her, dass Alba mich bat, für euch weiteren Content mit dem eMotion zu liefern. Trotz meiner damaligen Ansage. Entsprechend ist das meine objektive Meinung für die Restkraftverstärker, ob Alba das schluckt oder nicht, ist mir in dem Fall egal. Es hat mich sehr gefreut und da konnte ich nur Ja sagen. Also habe ich mir überlegt, was für euch interessant sein könnte, gezeigt, wie weit die Reichweite im manuellen Modus bei mir ist und dass ich das alles alleine hinbekomme, obwohl ich so hoch gelähmt bin. Strecke machen. Zusätzlich sollte es einige von euch motivieren, vom Elektrorollstuhl wegzukommen bzw. helfen, sich für ein geeignetes Hilfsmittel zu entscheiden. Im Cruise Mode bin ich ebenfalls bis zum Ende gefahren und habe euch ausführlich über meine Erfahrungen aufgeklärt sowie Tipps gegeben. Das habe ich ganz vergessen. Wisst ihr, was auch noch geil ist? Am Cruise Mode und der Alba Emotion App. Man ist schneller als ein stinknormaler E-Rolli. Ich überhole jetzt mein. Wow! Im letzten Video gab es dann ausführlichere Infos zu den Einstellungen in der App und deren Auswirkungen. Wenn es zu kurz eingestellt ist, ja, dann macht er einen Bunny Hop. All diese Videos sind übrigens in der Infobox und Beschreibung für euch nochmal verlinkt. Was also kann ich euch im vierten und letzten Teil aus der M25-Reihe noch mitgeben? Ja, eine Sache fehlt. Was ist meine Meinung nach der Zeit mit den M25 und den über 1000 gefahrenen Kilometern? Wie bereits beim Vorgängermodell M15 gehe ich natürlich auch mit den M25 nicht zimperlich um. Ich muss auch immer so eine Harakiri-Aktion machen. Boah, Sascha, ey, du bist so dumm. Wusa, eine Runde atmen. Genug meditiert. Natürlich habe ich es wieder geschafft, in der Zeit einige Male mit dem Greifreifen am Türrahmen hängen zu bleiben und hatte anfänglich echt wieder so kleine Schockmomente von Restkraftverstärkern, welche dann wieder von alleine rollen. Doch die Schockmomente waren unbegründet, weil die Sensorik standgehalten hat. Ein echt dicker Pluspunkt. Lediglich zwei Speichen haben sich im Laufe der Zeit irgendwie verabschiedet. Egal, passiert ist nun mal ein Gebrauchsgegenstand und kein Anschauungsmodell. Ganz besonders bei mir. Definitiv nein. Die mir gegebenen Möglichkeiten der Emotions schöpfe ich halt voll aus. Damit ihr wisst, was ich meine, habe ich hier mal etwas Anwendungsinspiration für euch. Dank des Cruise Modes schone ich nicht nur meine Gelenke, sondern multipliziere auch die Kraft für längere Strecken. Ob Säcke voll mit Erde, Kasten, Bier, Bollerwagen oder eine ganze Frau, mit den M25 bekomme ich so einiges mehr mühelos bewegt, zumindest wenn die Beine und der Rollstuhl es tragen können. Bei dem Vorgängermodell hat man es dann schon an der Power gemerkt, wenn das Gesamtgewicht größer wurde. Anfänglich musste ich viel und intensiv rumprobieren, damit ich wirklich mit dem neuen Modell klarkomme.
Es ist halt ein etwas anderes Fahrgefühl als mit dem Vorgängermodell, welches ich 12 Jahre gefahren habe. Gebt also nicht auf, wenn ihr anfänglich etwas Probleme habt. Die investierte Zeit ist eine lohnende Investition. Auch wenn ich in den letzten Videos ein bisschen bemängelt und Verbesserungsvorschläge gegeben habe, bin ich im direkten Vergleich M15 zu M25 überwältigt von dem neuen Modell sowie den neu erhaltenen Freiheiten. Neue erhaltene Freiheiten, weil ich schließlich an einigen Passagen mir nicht mehr helfen lassen muss, wo ich früher Hilfe brauchte, trotz der Emotion. Einmal kurz in die App Cruise Mode anmachen, Hindernisse überwinden und dann wieder ausmachen. Sieht übrigens immer lustig aus, wenn sich Leute den Kopf verdrehen, weil sie bemerken, dass mein Rollstuhl fast von alleine fährt. Es sorgt für viele lustige Momente und kurze Gespräche. Hergeben würde ich die M25 nur für das Nachfolgemodell, welches garantiert wieder erhebliche Verbesserungen zu diesem Modell bereithalten wird. Damit meine ich jetzt nicht die M25 Duo Drive, welche ich übrigens auch nochmal testen darf und euch davon berichten werde. Dafür wird es aber nur ein Video geben. Zum Schluss, wer also ein gutes Hilfsmittel sucht, um möglichst unabhängig durchs Leben zu kommen, trotz erheblicher Einschränkungen in der Armkraft oder der Fingerfunktion, ist mit dem Emotion sehr gut versorgt. Für mich hat sich das mit dem Wechsel mehr als gelohnt und ich bin froh, dass ich sogar das Sanitätshaus dafür gewechselt habe, denn sonst hätte ich es nicht bekommen und könnte die Annehmlichkeiten des neuen Modells nicht genießen. Nun ist aber wirklich alles gesagt und das war's jetzt von mir mit diesem Video. Wenn euch noch etwas einfällt, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare für die Community. Sollte euch das Video gefallen haben, dann drückt doch bitte einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, verpasst ihr keins der zukünftigen Videos. Es wird jetzt auch wieder ein bisschen mehr auf meinem Kanal passieren. Das verspreche ich euch. Also, wir sehen uns. Bis dann. Cheerio.